Ja, hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Card Hunter und ich habe mir gesagt, okay, ich dachte, ich kann jetzt einfach rausgehen und dann nochmal schnell gucken, dass ich dem eine Waffe besorge. Geht aber nicht, gut. Dann schlagen wir uns jetzt weiter durch und hoffen, dass das jetzt nicht so schlimm wird. Oh, Halleluja. Oha, gut, dann wollen wir mal vorgehen, sozusagen. Und mit ihm hier auch. Bisschen, ja, am besten nach hier. So. Das war, doch keine gute Idee. Shit. Jetzt muss ich aber einen Schritt vormachen. Und er auch. Oh, das tat echt weh. Ich hoffe, der hat nicht noch mehr davon. Dann können wir jetzt nämlich alle gemütlich auf ihn einkloppen. Der dreht sich jetzt gerade um. Das heißt, Batz! Und er kann nichts mehr machen. Und Batz! Dann ist er weg. Ja, die Dinger sehen echt immer ziemlich knapp aus, muss ich ehrlich sagen. Ja. Man denkt immer, oh mein Gott, der Gegner ist böse. Aber jetzt haben wir das gekillt, alles platt gemacht, sehr gut. Und gucken mal. Level-Ups wurden verteilt. Und wir gucken in der Truhe ist. Okay, ein Heiler-Item. Wäre doch schon ganz nett gewesen. Aber okay, so, hier haben wir Müll. Was ist das? Force Bolt? Okay. Das ist wahrscheinlich was für den Magier. Aber das ist mehr Reichweite und macht mehr Schaden. Aber der hat auch eine gute Reichweite. Macht nicht so viel Schaden. Naja, gut. Ein Schaden. Ich leg's mal an. Ich will mal wissen, was da steht bei den Karten. Okay. Interessiert mich aber irgendwie nicht. Bin ich jetzt doch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Wo ist denn jetzt, Wo ist mein Zeug hin? Zeug ist weg. Wo ist mein Zeug hin? Ohne Witz jetzt. Wo ist mein Zeug jetzt hin? Das ist jetzt nicht nett. Okay. Die Stiefel werden wir mal geben. Jetzt ist dieses tolle Teil hier oben weg, was ich hatte, oder? Nee, ist blöd. Ach, hier ist es ja. Okay, wieso ist denn das jetzt hier eingeteilt in Gruppen? Na gut, okay, ist mir egal. So wie es halt ist, dann ist es halt so. Es kann ja, dass ich irgendwas gedrückt habe von dem Film, von wegen Filter oder so. Na gut, wir haben alles genommen. Ach, warte mal. Wir haben ja noch mehr Neues bekommen. Das hier war, glaube ich, auch neu, ne? Nee. Die war neu. Nur eins Reichweite, nicht so besonders. Das haut schon ein bisschen mehr rein. Aber für den Paladin gibt es leider nichts, was ich ihm anlegen könnte. Aber hier das Heiler-Ding werde ich vielleicht doch nehmen. Obwohl das jetzt auch hielt. Ah. Mal gucken, was das hier ist. Sagt mir überhaupt nichts. Sagt mir gar nichts, aber mir ist gerade Heilung lieber. Also eine sichere Heilung. Als dass ich da jetzt auf irgendwas investiere, oder irgendwas nehme, was mir möglicherweise den Arsch aufreißt, weil es mir fehlt.
Okay. Okay. Jetzt kann ich aber trotzdem. Was ist das hier? Wieder so ein Shop, wo man sich nichts leisten kann, weil man einfach nicht die Kohle dafür hat. Ich verstehe das. So, hier nochmal gucken. Das war für den Paar. Oh, was ist jetzt los? Immer mit der Ruhe. Dann mit dem Ruck. So. So, mal gucken, dass der Paladin hier eine Waffe kriegt. Divine Weapon. So, hier haben wir doch welche. Sogar relativ billig. Wir müssen also nicht mal unbedingt die billigste nehmen. Hier ist auch Heilung mit bei. Das würde ich doch glatt nehmen. Hat uns jetzt zwar ein bisschen was gekostet, aber pff, ganz ehrlich. So. Was haben wir noch? Kann ich jetzt wieder was verkaufen? Geht das jetzt wieder? Uh-oh. Immer noch nicht. Meine Güte, soll ich die Scheiße bei mir auch botten oder was? Jetzt soll ich hier raufklicken, okay. Eine Kiste. Was auch immer das ist. Yay. Okay, ich habe jetzt eine Pizza bekommen und kann jetzt eine Kiste hier aufmachen. Sagt er. Für das Geld, okay. Dann machen wir das mal, wenn er das gerne möchte. Uiuiuiui. Jetzt kriege ich wahrscheinlich was für den Priester. Ich habe das Geld komplett umsonst ausgegeben. Nee, Gott sei Dank nicht. So, hier ist eine Robe. Wahnsinn. Boah, die kann ich ihm gar nicht anlegen. Ach so, dann muss ich mit dem Level noch steigen, alles klar. Wall of Fire. Wahnsinn. Not enough Power Tokens. Das sind wahrscheinlich die. Keine Ahnung, wie man die kriegt. Wahnsinn. Aber das Ding könnte ich anlegen. Uiuiuiuiui. Jetzt mal kicken, wie wir hier, hier austauschen. Nummer 3-1. 5-1er. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich behalte die noch. Die sind eigentlich ganz gut. Boots kann ich noch nicht anlegen. Kann ich alles noch nicht so ganz anlegen. Deswegen behalte ich das mal noch. Außer den Stab hier, den kann ich auch anlegen. Warum kann er die nicht anlegen? Schade, schade eigentlich. Und die gehen sogar weiter. Da würde ich ja glatt den Knüppel hier wegnehmen und auf den verzichten. Und weiterschlagen. Also das Schwert hier wegnehmen. Weil da einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich viel weiter schlagen kann. Jetzt hat er schon wieder sortiert. Der soll das nicht. Hör auf zu sortieren. Ich will das nicht. So. Der Speer war das, ne? Genau. Schöne Brust. Und noch einen schönen Stab für den Magier dann wahrscheinlich. So, reicht's davon? Gar nichts. Hab jetzt die Dinger aufgemacht, jetzt habe ich den Mist bei mir und schlepp den jetzt mit mir rum. Herzlichen Glückwunsch. So, den Dungeon hier habe ich platt gemacht. Da kann ich also nicht mehr machen. Alles klar, ich verstehe. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange die Aufnahme schon läuft, weil ich vergessen habe, hier drauf zu drücken. Verdammt. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier reingehen, oder? Wollen wir machen? Machen wir. Adventurers. So. Also zwei Kämpfe muss ich hier drin machen. Okay.
Okay. Dann gehen wir mal rein in den Troc Cave. Da sind schon zwei Trocs. Alles klar. Okay, so. Wollen wir mit ihm mal vorrücken? Er will auch vorrücken, okay. Kann ich mit ihm schon... Nee, leider. Alles zu weit weg. Leider, leider. Hierauf kann man nicht laufen, ne? Guck mal, ob ich hier an die Ecke rankomme. Obwohl das jetzt blöd ist, weil jetzt kommt er nicht mehr ran, aber er kann eh heilen. Von daher passt das schon ganz gut. Und das hier macht aber auch nur über einen Schaden. Auch nicht so gut. So, gehen wir erstmal hier vor. Dann hat er ihn eins übergezogen, sagt er. Das können wir aber auch. Und jetzt können wir auch noch weitermachen. Mit Sepp, auf Wiedersehen. Und... Ah, Moment. Zippity Sepp. Und Zippity Sepp. So, jetzt können wir nichts mehr machen. Wir heilen ihn hier nochmal. Zupp. Und sagen End Round. Zack, gibt neue Karten. Jetzt können wir mit ihm den Herrn Troc besuchen gehen. Hallöchen. Ah, aua. Und mit ihm können wir den Herrn Troc genauso besuchen gehen. Oh, jetzt gehst du auch noch weg. Unverschämter kleiner Lümmel. So, jetzt kann ich mit ihm natürlich gar nichts machen, war ja klar. Stell mich mal hier hin. Mit ihm kann ich auch nur hinterherlaufen. Ist ja praktisch. Dass ich überhaupt nichts machen kann gerade. Na gut. Dann. Gibt nichts, was ich treffen könnte. Also End Round. Ja, ich muss wieder Karten rausschmeißen. Zup und zup und zup. Jetzt kommen wieder Karten. Schöne Heilung. Okay. Healing Pulse trifft, glaube ich, alle. Ich weiß es nicht. Können wir gleich mal ausprobieren. Erstmal versuchen wir, an denen da ranzukommen. Ich zippe ihn erstmal mit rein. So. Also wir haben ziemlich viele Walk und Dash und Sachen. Finde ich gerade gar nicht so gut. Deshalb werde ich das wahrscheinlich auch noch ändern. So, bevor der drauf geht. Der hat aber noch nicht angegriffen, ne? Ich zieh mal rüber. Vielleicht greift er jetzt an. Ne, tut er nicht. Ich drücke mal Heal Impulse. Okay. Ja toll, war ja klar. Jetzt haut er zu. Stück Scheiße. Na gut, damit der Zwerg jetzt auch noch was hier machen, oder? Wollen wir das machen? Machen wir das. What? Jetzt ist der auch weg. Und holen uns unser Loot. Schauen mal, was drin ist. Magierrobe. Das hätten wir auch kriegen können. Aber ganz ehrlich, ist mir vollkommen bewusst. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist ja mal richtig, richtig geil. Da verzichte ich doch auf das andere. Auf das hier. Und lege lieber das an. Weil das kann richtig weit zaubern. Da muss ich nicht so nah ran. Das ergibt doch viel mehr Sinn für einen Zauber, oder? So, hier braucht er Level 4. Haben wir nicht. So, wo kommt denn das ganze Laufen überhaupt her? Kommt alles von den Schuhen, oder? So, mal kicken. Können wir die nicht austauschen? Haben wir die noch andere Schuhe? Damit kann er noch zuknüppeln. Ergibt aber wenig Sinn. Was das ist, weiß ich nicht. Warp Run. Force Field. Was auch immer. Whatever. So. Und dann nehmen wir das Ding noch mit. Und sind fertig. Jetzt ins nächste. Oh, Entschuldigung, ins nächste. Letzte Battle. Meine Güte. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay.
Sehe schon weniger angenehm, die Leute. Werde ich mit dem Zwerg das mal hier zustellen. Damit die hier nicht an meine Magier rankommen. Das wollen wir nicht. Was ist das denn, ein Soldberg? Wahnsinn. Und mit ihm gehen wir hier hin. Ah, hat er ihm schon eins gegeben aus der Entfernung. Schämt er sich eigentlich nicht. Und jetzt gucken wir mal. Den Sepp. Und Zip Zip. So, ansonsten komme ich nicht an den ran. Das ist so weit weg. Also haben wir jetzt mal den Healing Pulse. Und versuche mal hier oben so an den Rand zu gehen, damit ich weiter rüberkomme. So, und dann war es das auch schon. Ich kann mich hier nochmal einen Schritt in die Richtung bewegen, damit ich hier in die Richtung auch noch ballern kann demnächst. Und sage End Round. Gib einen weg. Lol, hätte ich angreifen können? Ich hätte angreifen können, ne? Ich hätte echt angreifen können. Habe ich jetzt erst gesehen. Na gut, egal. Also eigentlich nicht egal. Schon scheiße. So, machen wir den weg. Und er hier kriegt gerade auf die Mütze. Vielleicht sollte ich mich mit dem doch nochmal verziehen. Und nicht so viel kassieren. Damit er in der Gruppe ist und dann möglicherweise ein bisschen mehr überleben kann. Ach, ich kann soweit nicht zaubern. Ist ja herrlich. So, dann gehen wir mit dem hier mal hier ran an ihn. Er kommt hinterher. Hallöchen. Scheiße, er hat's abgewehrt. Ich weiß, Scheiße sagt man nicht. Geh hier hinterher. Ja, haut ab. So, mit dem kann ich den da eh nicht schlagen. Somit fehlt mir gerade jeglicher Weg in die Richtung. Kann also nichts machen. Sag End Round. Muss zwei weggeben hiervon. Shit, hab den falschen weggegeben. Aua. Geh doch mal weg, du Dummes. Was soll ich zu fassen? Mich hier so zu verfolgen. So, jetzt gibt's hier Zip-Zap-Action. Dem kann ich auf den schießen. Also gehe ich jetzt nochmal ein Stück ran. So, bis hier. Dann kann er wenigstens nicht wegrennen. So. Dann gibt's jetzt das Zip-Zap. Ja, die Trollpelle. Oh, die Trollpelle hat's abgewehrt. Verflucht nochmal. Und der kommt schon wieder näher. Das heißt, ich werde mit dem jetzt mal hier vorrücken. Und mit ihm werde ich mich verschnullen. Im wahrsten Sinne. Und werde jetzt mit ihm versuchen, noch den da zu verdichten. Die Trollpelle hat es wieder abgewehrt. Ich fasse es nicht. So, dann werde ich mal dem hier Bescheid geben, dass er nichts zu suchen hat bei mir. Dann war es das soweit. Sag ich End Round. Muss hier wieder was abgeben. Dann gibt es vier neue Karten. So, wie viel Leben hat er noch? Oh, drei. Uiuiuiui. Putz. Er geht weg, okay. Ja, und putz. So, dann ist der weg. Und jetzt kommt's auf dich an.
Trollpelle hat es nicht abgehalten. Auf Wiedersehen. Alter, sind das echt. Die sind echt schwierig, die Dinger hier. Entweder stelle ich mich zu blöd an oder die sind wirklich schwer. Incorrect. Halleluja. So, wieder ein Level up. Nochmal ein Level up. Sehr gut. Arcane Skill, okay. Divine Armor. Finde ich gut. Guck mal in die Kiste rein. So, das hätten wir kriegen können. Egal. So, jetzt haben wir hier eine Armor. Kann ich ihn nicht anlegen. Das ist Müll. Das ist Heilung. Ist noch ein Healing Pulse mit bei. Ist vielleicht besser. Für die Rüstung kann ich den nicht anlegen. Hier haben wir nochmal einen Stab. Aber finde ich nicht so gut. Habe ich denn noch irgendeine Rüstung, die ich ihm anlegen kann? Ein Armor? Gar nichts. So, was ist das hier? Arcane Skills? Habe ich da irgendwas, was ich da reinpacken kann? Nö, ne? Arcane Skills? Nö. Also, weil wir irgendwas freigeschaltet, wofür ich nichts habe. So, Armor haben wir hier. Kann ich doch tatsächlich was anlegen, ne? Aber die macht keinen Unterschied, oder? Sekunde. Armor 2. Armor 1 und Keep. Dann ist sie doch schlechter, oder? Ist das richtig? Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Wenn ich bis dahin nicht mit denen hier schon gestorben bin. Gut. Gehen wir raus. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt erstmal schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Kommentieren nicht vergessen. Dann weiß ich so, was ich machen soll, falls euch da was einfällt. Fehler oder so. Und ja, abonnieren natürlich nicht vergessen. Dann seid ihr dabei, wenn mir was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.